Ich darf der betende Schuhstil repräsentieren, weil ich es liebe, für Menschen zu beten und zu sehen, wie Gott übernatürlich in ihrem Leben wirkt. Und deshalb habe ich heute nach wahrscheinlich über 10 Jahren wieder einmal Sandalen an. Vor ein paar Jahren habe ich eine junge Frau angesprochen, ob sie Migräne hat, Rückenprobleme und Schulterprobleme, weil sie bei ihrer Arbeit irgendwie komisch sitzt. Sie hat das alles bejaht und war sehr beeindruckt, wieso ich das alles weiß. Aber als ich ihr erzählte, dass ich glaube, dass Gott mir diese Dinge offenbart hat, war sie ziemlich sauer und hat uns weggeschickt, weil sie sagte, sie ist Atheistin. Aber in diesem Moment habe ich mich niedergekniet und Gott gefragt, weshalb ist sie so sauer auf dich? Und ich bekam den Eindruck, dass sie im jungen Alter von Christen missbraucht wurde und habe ihr danach das offengelegt und gesagt, hey, es wäre wirklich wichtig, dass du diesen Personen vergibst. Sie hat sich sofort zu ihrer Kollegin nebendran gedreht und gesagt, hast du das alles organisiert? Weil dieser Typ erzählt mir genau das, was du mir auch immer wieder erzählst. Und sie sagte zu ihr, nein, aber weil du mir nie zuhören wolltest, hat Gott jetzt eine fremde Person geschickt, um dir das zu offenbaren. Die ganze Situation drohte zu eskalieren und ich habe Gott weiter um Eindrücke gefragt. Da habe ich wie den Namen Nadine über ihr gesehen und fragte, was für eine Bedeutung dieser Name hat. Sie sagte, das ist absolut krass, das ist ihr zweiter Name und praktisch niemand weiß von diesem Namen. Und sie sagte, wenn du meinen ersten Namen gesagt hättest, hätte ich gedacht, dass du ein Facebook-Stalker bist, aber weil das niemand weiß, weiß ich, dass da etwas Übernatürliches jetzt geschieht. Wir durften danach für sie beten und sie hat den Frieden Gottes gespürt, empfangen, sie hat Vergebung ausgesprochen. Ich gab ihr meine Nummer und am selben Abend hat sie mir noch geschrieben, dass sie jetzt keine Schulterschmerzen, Rückenprobleme und Migräne mehr hat und eine riesige Leichtigkeit in ihr Leben gekommen ist. Ich trage die Sandalen, die verkörpern den betenden Stil. Und meine Frage ist es, welche Schuhe trägst du?